Torhüter-Training. Ich habe ganze 10 Monate Erfahrung sammeln dürfen in Bezug mit Torhütern. Aus den Erfahrungen kann ich jetzt berichten. Das, was ich auf jeden Fall sagen kann, wenn ihr ein guter Trainer sein wollt, also ein guter Torhüter-Athletiktrainer, dann braucht ihr einen guten Torhüter. So, aber was muss die Voraussetzung sein, damit ihr ein sehr guter Athletik-Torhüter-Trainer sein könnt? Ihr braucht einen sehr guten Torhüter. Ja, das ist wichtig. Ich habe halt diese Voraussetzungen in Köln vorgefunden. Wir haben, glaube ich, mit dem Danny einen Top-Torhüter in der Liga. Aber was ist jetzt der Kontext? Warum habe ich überhaupt angefangen, mit diesen Torhütern zu arbeiten? Und zwar, in der letzten Saison ist der Danny uns halt ausgefallen, ich glaube für 4 bis 6 Wochen, aufgrund von Leisten- und Adduktorenprobleme. Und dann unser zweiter Torwart, der Juri, der halt reingekommen ist, hatte nicht so eine gute Saison. Die vorletzte Saison konnte das nicht so gut kompensieren. Und wir haben einfach dann auch in den Einzelgesprächen versucht, unsere Ziele festzulegen. Wo wollen wir überhaupt hin? Was ist das Hauptziel? Was kann ich euch geben, damit ihr in dieser Saison gute Leistungen auf dem Eis abliefern könnt? Und das war dann natürlich bei Danny einfach der Hauptpunkt, dass wir im Ergänzungstraining, im Kraftraum, in der Vorbereitung auf das Krafttraining und auch in der Vorbereitung auf das Eistraining einfach bestimmte Übungen in seinem Körper durchführen in Bezug auf Mobilität, Beckenkontrolle, stabilisierende Übungen, dass er eben auf dem Eis seine maximale Leistung auch abrufen kann. Und ich denke, das ist für jeden Eishockeyspieler das wichtigste Ziel, weil um ein besserer Eishockeyspieler zu werden, müssen wir Eishockey spielen. Und wenn wir das nicht können, dann können wir auch nicht als Eishockeyspieler und auch nicht als Torwart besser werden. Und auch bei unserem zweiten Torhüter, beim Juri, war es halt so, dass er immer mal wieder über die Saison bei bestimmten Positionen über muskuläre Probleme, kleines Muskelzwicken einfach geklagt hat, wo man einfach dann ganz gezielt an Positionen ansetzen konnte und diese Bereiche und das, was der Daniel auch schon angesprochen hatte, eben so im Sinne, wir machen jetzt so Spezialisierungstraining oder so Sondergruppen, dass man selbst mit den beiden Torhütern da nochmal differenzieren konnte, was waren deren Schwachstellen und wo kann ich ihnen am meisten bei helfen. Ganz, ganz wichtig ist halt dann der Punkt Kommunikation. Das heißt, ich komme in den Verein rein, ich habe noch nie vorher mit einem Torhüter gearbeitet. Das Lustige, was Mintra auch gesagt hat, ja, es gibt hier diese bestimmten Bereiche und die bestimmten Übungen, so die helfen bei Feuerwehrleuten, die helfen dem Militär, die helfen dem Eishockeyspieler. Ja, und das ist auch großartig, das ist richtig, weil diese ganzen Personen haben ja auch was gemeinsam, weil wir sind alle Menschen. Ja, mit Menschen habe ich vorher schon zusammengearbeitet und ein Eishockey-Torhüter ist ja auch nicht 24 Stunden am Tag ein Torhüter, sondern er ist ja auch dann, wenn er seine Sachen auszieht, ist er ja auch Mensch und geht ganz normal durch den Alltag und hat auch mit den ganz normalen alltäglichen... Bitte? Aus meiner kurzen Erfahrung der letzten 10 Monate erscheint es mir noch so, als wäre es so. Vielleicht wird sich das ändern. Ich meine, es ist schon speziell, wenn man sich da aufs Eis stellt und sich so eine Maske aufzieht und Bock drauf hat, dass jemand mit einem Gummigeschoss mit 120 km/h auf einen schießt. So, da ist irgendwas, muss nicht stimmen eigentlich. Aber es geht einfach auch darum, was kann ich diesen Athleten in der spezifischen Anforderung auch mitgeben, wo sie sich um ihren Körper kümmern können, damit sie einfach bereit sind am nächsten Morgen fürs Training. Und es geht auch dann darum, bestimmte Interventionen einfach einzuleiten, das heißt mit den Athleten was zu machen, sie dann aufs Eis zu schicken und unmittelbar nach dem Eis auch wieder abfragen zu können, wie hast du dich heute gefühlt, war heute irgendetwas anders? Einfach unmittelbar dieses Feedback einzuholen, kleine Veränderungen einzustellen, um dann auch für mich in der Situation über dieses regelmäßige Feedback, wie fühlt sich dein Körper an, weil genug Erfahrung haben die beiden Jungs ohne Ende, sind lang genug Torhüter und kennen ihren Körper viel besser als ich und ich war dann in der Situation, mich da reinfühlen zu müssen und durch dieses ständige Feedback dann Informationen zu holen und auf der Basis dieser Informationen und was gut geklappt hat, habe ich dann eben jetzt ein paar Übungen mitgebracht, die werde ich nachher auch mit dem Kevin hier zeigen und den Kevin coachen, weil der Kevin ist nämlich auch kein Eishockeyspieler, sondern der Kevin ist halt Torwart. Ja.
Das heißt, ich weiß gar nicht, ob das Aufwärmprogramm so gut war. Nein. Vorhin wurde ja angesagt, draußen machen wir Aufwärmen für Eishockeyspieler. Aber ganz vorweg, welche Übungen macht ihr so mit euren Torhütern? Schreit's raus, gibt's da irgendwas? Kommt auf den Goalie drauf an, ja? Okay, das bedeutet? Wir hatten bei uns im Strom schon verschiedene, also zum einen Barry Price, da hat man versucht, Basics anzureißen. Oder wir haben auch sehr athletische, die Tash, da kann man eigentlich alles mitmachen. Wir brauchen eine ganz konkrete Übung. Keine mehr, lass mir weg. Keine mehr, lass mir weg. Wieso? Fällt euch da was ein? Ja, großartig, dann ist heute ja alles neu und dann habt ihr nach heute vielleicht endlich Übungen für Torhüter. Slideboard. Okay. Was? Verschiedene Bewegungsabläufe einfach. Okay, das heißt, angepasst an die Bewegung, die auch auf dem Eis stattfinden wird. Oder auch notfalls ohne Ausrüstung, bloß mit den Schultern. Okay. Ja. Bitte? Eine Ballmaschine, also sozusagen als Fangaufgaben, da schon sehr spezifisch. Ja. Auf solche spezifischen Dinge werde ich heute nicht eingehen können, weil das war auch nicht der Auftrag, der an mich herangetragen wurde. Weil es ging nicht darum, jetzt ganz gezielt die Leistung zu steigern, im Sinne, ich werde hier oben irgendwie reaktionsschneller oder ich kann mehr Bälle, mehr Pucks in kürzerer Zeit fangen, sondern es ging wirklich darum, die Athleten leistungsfähig zu halten und dass sie auf dem Eis sich ihre Leistung holen. Und da wir jetzt nicht so wahnsinnig viele Übungen von euch sammeln konnten an dieser Stelle, wäre dann die zweite Frage immer, warum macht ihr diese Übungen mit euren Torhütern? Das wäre dann von deiner Antwort auf dem Slideboard einfach, weil wir uns daran orientieren, wie sich ein Eishockey-Torwart auf dem Eis bewegt, im Vergleich dazu, wie sich ein anderer Spieler auf dem Eis bewegt. Und deswegen passen wir dann im Kraftraum off-Eis ein bisschen auch die Bewegungen an das, was auf dem Eis, auf den Torhüter einfach, was ihn erwartet. Ganz wichtig, 5 Schritte für Erfolg. Das Allerwichtigste, was wir manchmal vergessen, ist, der erste Schritt für Erfolg ist Anwesenheit. Ja. Also ich muss auch in irgendeiner Form dafür sorgen, dass dieser Athlet oder der Torhüter anwesend ist, bedeutet in erster Linie, dass er nicht verletzt ist, dass ich mit ihm arbeiten kann. Ja. Dann, selbst wenn er bei mir ist, dass er eigentlich komplett schmerzfrei ist und ich alles mit ihm machen kann. Dann der dritte Punkt, wo auch schon was heute häufiger auch schon angesprochen wurde, eben die Bewegungsqualität, also dass ich sehr differenziert und genau, und der Martin hat ja auch heute sich zu geäußert, nenne ich es mal, dass eben die Qualität der Bewegungsausführung natürlich auch viel damit zusammenhängt, was ich dann für Nutzen daraus ziehe, aus den Übungen, die ich auf meinen Athleten draufpacke. Dann der Bewegungstransfer, das wäre wieder bei diesem Beispiel Slideboard, also dass irgendwie ein Transfer stattfinden muss zwischen dem, was ich im Kraftraum mache, zu dem, was auf dem Eis passieren muss. Und dann, im letzten Punkt, geht es dann für mich um die Leistungssteigerung. Ja, das heißt, wenn ich das halt alles abgearbeitet habe und ich weiß, er hat eine herausragende Qualität in seiner Bewegung, ich habe auch das Auge und die Idee, worauf es ankommt, und er hat mir dann das Feedback gegeben, dass es für ihn ein guter Transfer ist, dass er sich auf dem Eis damit besser fühlt, dann kann ich daran arbeiten, dass ich eben die Leistung steigere. Ja, dass das Ganze schneller machen kann, intensiver machen kann, länger machen kann vielleicht sogar. Ja. Okay, erster Schritt für mich. Das war auch in der Off-Season-Phase, wo dann das ist der Juri, der einfach mit einem Goalie-Camp bei uns in Köln dann ein paar Drills gefahren hat. Immer 2 Stunden, ich glaube über 4 Tage waren die da. Und ich habe mich dann einfach hinter das Tor gestellt, habe ein paar Aufnahmen gemacht, habe dann auch mit dem On-Ice-Goalie-Coach ein bisschen besprochen, so, wo sind halt die Probleme, worauf kommt es an, was ist gut, was ist schlecht. Und eine Sache, was für mich der gravierende Unterschied ist von so einem Eishockeyspieler zu einem normalen Eishockey-Torwart zum normalen Eishockeyspieler, ist, dass er eben auch viel in knienden Positionen unterwegs ist.
Ja? Also ein Feldspieler ist selten auf den Knien, aber ein Eishockey-Torwart muss auch die Fähigkeit haben, sich auf den Knien dann vorzubewegen. Ja? Und wenn wir dann auch darüber sprechen, dass ein Eishockeyspieler und auch ein Torwart in verschiedenen Bereichen Einschränkungen haben kann in Bezug auf die motorische Kontrolle oder die Beweglichkeit und wir verschiedene Gelenke auch abgehen, wo heute auch schon darüber gesprochen wurde, über Schulterproblematiken, Brustwirbelsäule, dass wir da mobilisieren, Kontrolle der Lendenwirbelsäule, also Core-Stabilität in drei verschiedenen Ebenen, dass wir die Hüfte mobil halten müssen, dass wir das Knie kontrollieren, also das, was Martin auch gesprochen hat, also Beinachsenkontrolle ist im Endeffekt Kniekontrolle und dass wir den Knöchel unten auch mobil halten müssen, auch im Off-Ice-Training, weil klar, auf dem Eis ist der Knöchel eher eingesperrt und nicht so super beweglich, aber wenn wir dann wieder vom Eis runtergehen und so im Alltag bewegen oder dann auch normale Kniebeugen machen, dann ist eben auch die Beweglichkeit des Sprunggelenks einfach gefragt. Und wenn wir da Einschränkungen haben, das heißt, wenn Hüfte und Kniegelenk in ihrer Beweglichkeit eingeschränkt sind, dann kann es zu Kompensationen über das Knie kommen, es kann auch über Kompensationen über den unteren Rücken kommen. Wenn die Brustwirbelsäule eingeschränkt ist, dann kommt es zu Kompensationen in der Schulter und auch zu Kompensationen im unteren Rücken. Alles, was wir heute machen, kann sich nicht auf das ganze System und den ganzen Körper beziehen, sondern wir konzentrieren uns mal so auf das Zentrum. Das heißt, das Becken und wie das Becken zusammenarbeitet mit der Lendenwirbelsäule, wie das Becken zusammenarbeitet mit dem Oberschenkel. Das heißt Lenden-Becken-Kontrolle. Was passiert hier? Was macht das Becken für Bewegungen? Und was passiert in der fortlaufenden Bewegung hier im unteren Rücken? Ja, wurde auch schon angesprochen von Martin, Kreuzheben mit rundem Rücken ist nicht so eine gute Idee. Das heißt, wir müssen groß aufgerichtet bleiben, neutrale Positionen haben. Dazu muss die Hüfte beweglich sein, damit wir in eine gute Position reinkommen. Und die Becken-Oberschenkel-Kontrolle heißt, wie arbeitet der Oberschenkel im Becken? Also wie können wir hier diese Bewegung haben? Ja, in allen Richtungen, Rotation, Beugung, Streckung und Abspreiz und Heranführen. Und wie gut ist diese Position auch kontrolliert? Das große Problem ist jetzt, dass wenn wir immer so an Adduktion und Abduktion denken, was ist so das Erste, was uns dann einfällt? So eine klassische Übung, wenn ich so sage, wir wollen jetzt trainieren, dass man den Oberschenkel besser abspreizen kann und besser heranführt. Was ist so die erste Sache im Kraftraum, was euch da einfällt? Nichts? Okay. Was den meisten Leuten einfällt, ist, wir sitzen auf unserem Hintern. Und wir haben dann ein Gerät, wo wir dann Polster haben, die wir entweder nach innen drücken können, oder wir haben Polster, die wir außen haben, die wir nach außen drücken können. Kennt ihr das? Sowas schon mal gesehen. Okay. Das trainiert ja jetzt die heranführende Muskulatur, den Innenschenkel, die Adduktoren, oder auf der anderen Seite die abspreizende Muskulatur, die Abduktoren. Das große Problem ist jetzt, und das war auch schon unser Kranfahrerbeispiel, und was der Daniel heute Morgen angesprochen hat, der Daniel Müller, dass wir mit den Füßen auf dem Boden arbeiten müssen. Ja, das heißt, dass in den seltensten Fällen wir hier arbeiten müssen, sondern dass wir auf der Seite eben diese Beckenposition auf dem Bein kontrollieren müssen. Das heißt, wenn wir darüber sprechen, wie Becken und Oberschenkel zusammenarbeiten, geht es einmal darum, dass wir eine Bewegung haben, wo sich der Oberschenkel im Becken bewegt. Das ist das, woran wir als allererstes denken, also beim Fußball zum Beispiel schießen oder skaten. Aber wir vergessen meistens, dass es auch andersrum passieren kann, dass nämlich, wenn der Fuß steht, dass wir dann auch die Fähigkeit haben müssen, unser Becken über den Oberschenkel zu bewegen. Ja? Das mal so als grobe Theorie, da werde ich auch dann immer wieder drauf eingehen, wenn wir dann gleich mit dem Kevin in der Praxis sind. So, jetzt kann man das Ganze versuchen in Richtung Physiotherapie und das Ganze in Bezug auf Bewegung aufzudröseln. Das heißt, wir können sagen, okay, wir wollen Bewegung trainieren, Becken auf Oberschenkel, Oberschenkel im Becken. Wir müssen Knie und Hüfte berücksichtigen und diese können in gestreckter und gebeugter Position sein. Eieiei, das heißt, ob jetzt sich meine Hüfte bewegt und ob meine Hüfte dabei gestreckt ist, in Innenrotation, Außenrotation, ist was anderes, als wenn meine Hüfte gebeugt ist und ich hier in Innenrotation, Außenrotation gehe. Dazu hat es nochmal einen Einfluss, ob mein Knie dabei gebeugt oder gestreckt ist. Also ich kann jetzt die ganzen Sachen durchgehen, wir können das alles besprechen, würde uns aber nirgendwo hinführen, das macht alles nur kompliziert. Okay? Und deswegen geht es darum, eben das als bewegungsbasiertes Training zu sehen und nicht auf die einzelnen Muskeln oder
die Bewegung, die einzelne Muskelaktivität oder Gelenkbewegung zu reduzieren, sondern uns wirklich einfach anzugucken, was passiert da, bei welcher Bewegung sollte die Hüfte gestreckt bleiben, aber das Knie gebeugt, wo brauchen wir Innen- und Außenrotationsbewegungen. Weil was passiert, wenn der Torwart in diese kniende Position geht, was sollten die Unterschenkel möglichst nicht machen? Sie sollten nicht zusammenkommen, weil... Also warum ist es interessanter für einen Torhüter, wenn er in dieser Position sein Bein nicht in dieser Position hat, sondern in der Position? Mehr Fläche. Okay, vielleicht müssen wir da nochmal ganz kurz drüber sprechen. Was ist die Hauptaufgabe eines Torhüters? Bitte? Ja, genau. Verhindere, dass der Puck ins Tor geht. Bitte? Spielgerät halten. Genau, Spielgerät halten. So. Okay, klar, jetzt sind wir in spezifischen Sachen von wo kommt da jemand auf mich zu, davon habe ich aber keine Ahnung. Aber wenn mein Körper in der Lage ist, möglichst viel Fläche vor dem Tor zu bieten, dann ist ja die Wahrscheinlichkeit geringer, dass dieser Puck an mir vorbei ins Tor geht. Oder? So, was kommt noch dazu? Das heißt, hier sein... Ist es vorteilhafter, wenn ich dann hier einfalle, weil ich nicht mobil und stabil genug bin? Oder ist es vielleicht auch ganz interessant, dass ich groß aufgerichtet bleiben kann? Ja? Das heißt, was wir halt brauchen, ist, dass hier unser Oberschenkel in eine Innenrotation gehen kann bei gebeugtem Knie und die Hüfte möglichst gestreckt bleibt. Weil wenn die Hüfte sich beugt, dann bin ich in der Position. Werde klein, weniger Fläche. Alles andere, was jetzt noch dazu kommt, wo ich meinen Stick positioniere, wo ich meine Fanghand positioniere, wo ich mich im Tor positioniere, also wo ist der Pfosten, wo bin ich selber, das sind jetzt Dinge, die müssen mit dem Goalie-Coach dann abgesprochen werden als ja, technisch-taktische Fähigkeit. Aber ich muss dafür sorgen, dass der Torhüter die Bewegungsfähigkeit hat, den Drill so durchzuführen. Ja, bitte. Was du jetzt gerade angesprochen hast, weil das sind ja jetzt Top-Tore wieder. Aber bei einem durchschnittlichen Torhüter, nicht bei einem schlechten Torhüter, ja. Genau, die haben das Problem haben die. Ja, die sind im die auch. Und gehen immer, aber die auch. Immer, gehen immer zusammen. Die auch, das ist das gleiche Problem. Es ist nichts anderes, es ist genau das gleiche Problem. Vielleicht ist es auf dem Level weniger stark ausgeprägt als den unteren Leveln, aber die Leute, die auf diese Torhüter zuskaten und den Puck verwerten wollen, die sind ja auch anders ausgebildet. Ja, also da passt sich ja auch, oder steht mir ja auch ein ganz anderes Kaliber als Stürmer gegenüber, der das Ding verwerten möchte. Da ist das Problem, die Geschwindigkeit ist extrem höher. Ja. Und dadurch ist ja auch mehr gefallen. Klar, ich muss in der Lage sein, möglichst schnell mit meinem Körper eine große Fläche zu bilden und dafür brauche ich in den entsprechenden Segmenten adäquate Beweglichkeit und Stabilisation. Ja, was zum Beispiel der Juri immer gesagt hat, war, ich muss wirklich aktiv meine Knie zusammenzwingen, um dabei den Fuß außen zu halten. Und das kostet mich nach einigen Trainingseinheiten und Spielen einfach so viel Kraft, dass ich einfach merke, ich bekomme Adduktorenprobleme. Das bedeutet, wenn ich ihm mehr Beweglichkeit gebe und er mit weniger Kraftaufwand immer wieder in diese Position gehen kann, dann wird er auch zum einen natürlich auch hier oben viel entspannter seiner eigentlichen Aufgabe nachgehen und denkt nicht immer darüber nach, oh, hoffentlich hält meine Hüfte und ich kriege nicht wieder hier Probleme. Und auf der anderen Seite kann er einfach längerfristiger und entspannter trainieren, weil er nicht gegen seinen eigenen Körperwiderstand anarbeiten muss. Ja? Okay, in unserer Philosophie Prime, Prep, Power, Burn, eben Mobility-Training, diese Self-Myofascial-Release-Geschichte, sprich das Arbeiten mit dem Foam-Roller, mit dem Ball, mit dem Lacrosse-Ball oder mit dem Black-Roll-Ball. Das heißt, wir wollen Gewebehygiene betreiben. Also wir wollen unser Gewebe schön geschmeidig halten, dass die Muskelfaszienschichten übereinander gleiten können. Und das in den verschiedenen Bereichen, also in der Halswirbelsäule, um das Schulterblatt herum, Brustwirbelsäule, Lendenwirbelsäule, Hüfte, Knie und Knöchel. Das heißt, in diesen Bereichen können wir gezielt in der Muskulatur, Mincho hat auch über Triggerpointe heute Morgen schon gesprochen, können wir dann eben ganz gezielt angreifen, um eben für mehr Beweglichkeit oder auch Kontrolle zu sorgen. Im nächsten Schritt, in der Integration, also wenn wir das vorbereitet haben, Daniel hat auch darüber gesprochen,
zum Thema Anbahnung, dass wir die Gesäßmuskulatur kräftigen und hier vorne die Hüfte öffnen, um einfach die Beweglichkeit und Kontrolle zu bekommen. Und das sind die gleichen Herangehensweisen und Prinzipien, mit denen in Köln, in Hamburg und in Mannheim gearbeitet wird. Ja, und das ist halt auch das Spannende, dass vom Prinzip her es eigentlich alles das Gleiche ist, auch was der Martin heute gesagt hat. So, es ist von den Prinzipien her, basiert alles auf die gleichen Prinzipien des Menschseins. Und jetzt geht es halt darum, wie kann ich das mit gezielten Übungen dann zur Realität werden lassen und wirklich auch auf diesen Prinzipien aktiv arbeiten und das auch einfach coachen. Das, was dann in der Integration und im Warm-up passiert, nennen wir dann Funktionshygiene, Bewegungshygiene und Elastizitätshygiene. Und das ist wie so ein Zwillenbeispiel. Ja, das heißt, wenn ich diese Zwille jetzt spanne und dann loslasse, was passiert, wenn ich sie mehr spanne? Was ist jetzt passiert? Es war lauter, wahrscheinlich hat es auch ein bisschen mehr wehgetan an meinem Finger. Das heißt, die Bewegungshygiene zielt darauf ab, dass ich in dieser Position in der Lage bin, das ganze System mehr zu spannen, mehr Beweglichkeit da halt reinkriege. Die Funktionshygiene zielt darauf ab, dass nicht das passiert. Was ist jetzt passiert? Schneller. Bitte? Schneller. Okay, vielleicht kann ich es nicht so gut demonstrieren. Was hat das System verloren, wenn es so leise ist? Ja, es hat an Stabilität verloren. Das heißt, das, was hier unten festhält, was ich hier an Stabilität habe, wenn ich hier loslasse und das System da unten aufgibt, dann passiert auch nicht mehr viel. Das heißt, ich muss stabilisieren können, gerade im Bereich vom Fuß über den Chor nach oben in die Fingerspitzen, um die Kraft optimal übertragen zu können. Und die Elastizitätshygiene hat einfach was damit zu tun, wie hochwertig die Qualität dieses Bandes ist. Ja, wenn ich dieses gelbe Band jetzt spanne und loslasse, ich kann aber auch dieses blaue Band jetzt spannen, das hat die gleiche Beweglichkeit wie das gelbe Band, aber jetzt möchte ich ungern loslassen. Ja, warum möchte ich ungern loslassen? Weil dieses Band in der Lage ist, auf der gleichen Länge viel mehr Energie zu speichern, weil es elastischer ist. Ja. Das heißt, nach diesen Kriterien stellen wir so einen Übungskatalog zusammen und arbeiten immer über Gewebehygiene, Funktionshygiene, Bewegungshygiene, Elastizitätshygiene. Und da stelle ich euch jetzt jeweils 3 bis 4 Übungen vor, ganz speziell für Torhüter, was wir da gemacht haben. Was danach jetzt passiert, das steht auf einem anderen Blatt Papier. Wir können danach jetzt unmittelbar im Bereich Power mit Kräftigungsübungen anfangen, mit Schnellkraft, Explosivitätsübungen angehen. Wir können aber auch nach dieser Vorbereitung im Kraftraum danach direkt aufs Eis gehen. Teile davon übernehmen die Torhüter auch, wenn sie es wirklich schätzen und sie sich selber damit gut fühlen, und das ist auch für mich ein guter Indikator, dann integrieren die Torhüter diese Übungen selbstständig in die Routine unmittelbar vor dem Spieltag. Ja? Und wenn ein Torhüter selbstständig diese Übungen annimmt, mit zum Spieltag nimmt, und um sich dann darauf vorzubereiten, wenn es wirklich darauf ankommt, ist das für mich ein Zeichen, dass es auch wirklich eine gute Übung ist. Weil sonst würde er das nicht machen. Ja, und diese Übungen, die er selbstständig nicht machen möchte, das sind auch die, die dann einfach irgendwann rausfallen und die wir auch nicht mehr wirklich anwenden. Weil hier geht es nicht darum, das ist auch das, was Mintra gesagt hat, das ist nichts, was super anstrengend ist oder super intensiv, sondern das macht man halt. Manchmal tut es vielleicht ein bisschen weh, aber das, was weh tut, da spürt man auch hinterher, dass es einem gut getan hat. Und alles, was den Athleten nichts Gutes getan hat und sie nicht weitermachen wollen, das verschwindet dann auch einfach. Aber das sind so die essentiellen 4 Punkte. Ohne dass ich jetzt ein Screening mit einem Torhüter gemacht habe oder ihn mir genauer angeguckt habe, wo ich sagen würde, okay, da können wir ein bisschen was erreichen. Geh einfach mal in die großkniende Position, also auf beide Knie. Okay. Jetzt in der Position wäre es halt gut, wenn wir hier aufgerichtet bleiben, selbst wenn, versuchen wir deine Beine so weit möglich nach außen zu bringen.
Nee, nach außen drehen. Noch weiter, noch weiter, noch weiter. Ja. Das, was hier möglich ist, klar, Off-Ice ist immer schwieriger, weil es rutscht nicht unter uns und wir haben auch nicht das Pad, das heißt, wir sind in einer tieferen Position. Das heißt, können wir hier die Hüfte aufgerichtet halten und können wir dann auch hier oben aufgerichtet bleiben. Ja? Das heißt, wir wollen versuchen, im Oberkörper aufgerichtet zu bleiben, diese Innenrotation zu verbessern und auch diese Streckung zu verbessern. Dazu im oberen Rücken einmal in Rückenlage. Okay. Der Ball einfach hier oben in die BWS-Segmente, Kopf festhalten mit beiden Händen, Ellenbogen sind vorne geschlossen. Dass in der HWS keine Bewegung stattfindet. Jetzt geht es darum, möglichst in dieser kompakten Einheit, Ellenbogen sind geschlossen, hier zu überstrecken, einmal groß werden, also richtig Hinterkopf zum Boden. Hinterkopf zum Boden. Wie ist das so? Geht? Geht eigentlich. Ja. Okay. Zwei, drei Wiederholungen. Es sieht aus wie so eine kleine Crunch-Bewegung, also es geht da eben darum, gerade im oberen Bereich in der Brustwirbelsäule zu mobilisieren, ja, dass wir da wieder in diese gestreckte Position reinkommen. Ja, und jetzt ist immer die Frage, ja, woher weißt du denn, in welcher Position das jetzt für ihn am besten ist? Ja, das ist ganz einfach. Einmal kurz nach oben kommen, nehmen den Ball etwas tiefer, wieder drauf. Wie ist das? Unangenehm. Okay, deutlich unangenehm, das heißt, wir kommen in einen etwas richtigeren Bereich. Gerade so immer im Übergang Lendenwirbelsäule zur Brustwirbelsäule. Dort sind wir immer gerne ein bisschen fester von der Muskulatur und dann können wir da jetzt auch arbeiten. Das heißt einmal über die aktive Mobilisation in dem Bereich. Jetzt können wir auch in dem oberen Bereich festen. Nee, bleibt ruhig da, halt fest. Fingerspitzen kommen nach oben zur Decke. Und jetzt den Daumen zum Boden bringen. Nee, alles bleibt. Nur der Daumen zum Boden. Wie ist das so? Angenehm. Okay. Ja, andere Seite. Ja, wir können einseitig in die Streckung gehen, jetzt haben wir auch die Möglichkeit, noch in der Brustwirbelsäule mitzurotieren oder auch mit beiden Seiten. Aber beide Seiten gleichzeitig. Und wieder zurückführen. Okay, kurz entspannen. Wie lange möchte ich sowas machen, dass ich ungefähr 1 bis 3 Minuten in der Region gearbeitet habe? Ja, wie viele Wiederholungen können das sein? Kommt darauf an, wie schnell ich es mache. Wie langsam ich es mache, ob ich die Atmung noch mit einbeziehe, aber 1 bis 3 Minuten in dem Segment hier oben. Okay, das wäre jetzt etwas für Brustwirbelsäulenstrecker. Dann, wenn wir in den Hüftrotatoren arbeiten, ja, das wäre jetzt, gehen wir in die halbkniende Position. Einmal einen Blick zum Fenster. Okay. Was hier jetzt halt sehr spannend ist, dass wir uns halt angucken müssen, so was passiert hier mit dem Becken, steht das Becken parallel zum Boden, ja oder nein? Wenn meine Hände nicht auf der gleichen Höhe sind, dann steht das Becken nicht parallel zum Boden. Okay? Was halt schön wäre, ist, wenn das Becken hier ein bisschen mehr zum Boden kommen kann. Unten, 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 unten. Wenn hier nach innen, ja, schießt man nach innen, groß aufgerichtet, verliert er hier die Hüftstreckung. Ja? Das heißt, wir können hier im Bereich der Hüftaußenrotatoren ein bisschen anfangen zu arbeiten. Und dann einmal sitzende Position. Sitzen. Okay. Auf der Seite waren wir. Ball kommt da drunter. Und ganz normal die Piriformis-Geschichte, die du auch kennst. Das heißt, auf der Seite, Gesäßfeld auf dem Boden. Das Knie auf der linken Seite hier ranführen und wegstrecken. Wie ist das? Geht noch. Ja. Jetzt kann der Athlet sich immer ein bisschen auch auf die Suche begeben, nach Regionen, wo es vielleicht ein bisschen unangenehmer ist. Ruhig mal auf der rechten Seite sitzen bleiben dabei. Also ein rechtes Gesäß, das zum Boden. Okay, Fuß aufstellen. Zack, durchbewegen. Dahin. Oder auch als Variante, Ferse aufstellen, Knie. Wie ist das? Ja, das ist intensiver. Okay, ist ein bisschen intensiver. Oder auch noch eine andere Möglichkeit, um ein bisschen in die kleinen Gesäßmuskel reinzugehen. Fuß kommt ein bisschen weiter weg. Das Bein wird hier überschlagen und jetzt machst du dich da oben also auf die Suche, so oben am Beckenkamm lang. Ja, da hat er jetzt Spaß. Ich habe ihm mit Absicht, haben wir den Kevin andersrum gedreht, damit ihr sein Gesicht nicht gehen könnt, aber das findet er nicht so schön. Ja, dass wir halt in dem Bereich, in der Gesäßmuskulatur, das Gewebe, an der Hygiene des Gewebes einfach arbeiten können. Ja? Das gleiche dann auch auf der anderen Seite. Machen wir jetzt nicht. Dann hätten wir noch den Bereich oberflächliche Hüftbeuger. Das ist auch immer so ein Bereich, leg dich einfach mal hin. Wo Torhüter auch immer ein bisschen Probleme haben. Man nennt das auf Deutsch auch so Sprintermuskel. Hier vorne so der
der Tensor Fasciolatus, so nennt man den, einfach mal auf die Seite legen, auf den Ball, Knie sind gebeugt, die Seite auch beugen, beugen, Hüfte beugen, Knie beugen. Okay, wie ist das so? Kopf ruhig ablegen auf dem Arm. Der Ball ist jetzt quasi hier in dem Bereich auf der anderen Seite. Ja. Regel ist immer, wenn der Athlet den Ball verschwinden lässt, egal wo, muss er dann am nächsten Tag einen neuen mitbringen. Ja. Wie ist das? Gut, also das ist nicht so, dass ich jetzt gleich hier anfangen kann. Okay, guck mal die andere Seite. Ja, auch eine Möglichkeit, eine Form von Screening. Ich gehe einfach in die Regionen der Muskulatur. Er sagt mir rechts, links, wie fühlt es sich an. Dort, wo es schmerzhafter ist, da müssen wir ein bisschen intensiver arbeiten. Ist da? So. Ist das? Ja. Ja, das heißt, in diesen Bereichen der Muskulatur auch wieder für Gewebehygiene sorgen. Und dann auch ein sehr besonderer Bereich, geh nochmal in die halbkniende Position. Ja, was ja auch manchmal eine Fähigkeit sein muss, dass wenn wir in der Position sind, dass das Bein plötzlich hier zur Seite raus muss. Nee, einfach. Ja. Und dass wir gewisse Länge brauchen, hier vom Becken nach unten zum Knie. Das heißt einfach hier die Länge auf der Oberschenkelinnenseite. Ja. Dazu gehen wir in Bauchlage. Das Bein kommt hier hin. Gehen hier drauf. Das ist das, was Minchler mit dem Teardrop-Muscle meinte, der Vastus Medialis. Ich weiß nicht, wie sich das so anfühlt. Gut. Okay. Das heißt, wir können in der Position jetzt Druck drauf bringen und dann dazu jetzt auch das Knie strecken. Ja, wir waren ja gerade in der Position, wo das Knie gestreckt war. Das heißt, der Kevin kann jetzt mal versuchen, das Knie wirklich zu strecken, die Ferse ganz weit wegzuschieben, entspannen in die Position. Ja, das wären jetzt so vier Schlüsselregionen, wo ich halt sagen würde, vor jeder Einheit, speziell vor Torhüter, macht das Sinn. Wenn man in dem Bereich Self-Myofascial Release dann arbeiten möchte. Mach ruhig noch ein bisschen weiter, weil das ist gut für dich. Okay, dann zur Mobilität. Eine Sache, die auch gut funktioniert, wieder zum Thema Brustwirbelsäule, Öffnung, in Streckung und Drehung, Open Book, ja, auf die Seite legen. Oberes Knie ist hier. Jetzt auch wieder die spannende Frage, warum sollte das eine Bein lang bleiben, das andere ist gebeugt? Ich könnte ja auch sagen, Kevin, mach mal so. Jemand eine Idee? Okay. Was möchte ich mobilisieren? Ich möchte den Bereich hier oben mobilisieren. Wenn ich die eine Hüfte in eine Beugung bringe, also das Knie nach oben ziehe und die andere gestreckt lasse, dann ist der Bereich hier unten quasi eingesperrt und isoliert, sodass ich den Athleten jetzt in eine Position gebracht habe, wo er gar keine andere Chance hat, als wirklich hier oben zu arbeiten. Ja, also es ist ganz, ganz wichtig, weil ihr ja auch nicht immer 1:1 arbeiten könnt und ich habe auch keine Lust, mir ständig den Mund fusselig zu reden, dass ich Positionen finde, wo der Athlet eigentlich wenig falsch machen kann. Und so muss ich meinen Drill aufbauen, dass Fehler minimiert sind. Gleiches gilt dann auch oben im Bereich Halswirbelsäule. Zack, zack, zack. Und jetzt geht es wirklich darum, der Kevin bringt hier aktiv Druck auf die Rolle, hat die Handflächen aufeinander. Warum ist die Ansage Handflächen aufeinander? Mach sie mal nicht aufeinander, sondern den Arm weiter dahin. Ja, das heißt, wenn er einfach nur das Ziel hätte, ich berühre nur mal meinen Unterarm, dann hat er gar nicht so vollständig hier in der Brustwirbelsäule rotiert. Wenn ich ihm ganz klar die Aufgabe gebe, du musst deine beiden Hände berühren, habt ihr gesehen, wie ein bisschen mehr Rotation mit dazugekommen ist? Ja, Unterschied, das zu dem, von der Ausgangsposition. Das heißt, die Position, so wie ich ihn anleite, wie er es machen soll, ist das optimale Setup, dass ich auch das erreiche, was ich erreichen möchte. Druck hier auf die Rolle und jetzt geht es in die Öffnung rein. Blick folgt der Hand. Ziel ist es, Schulterblatt zum Boden zu bringen und dann wieder zu schließen. Okay, Möglichkeit auch mit Atmung zu arbeiten, nochmal öffnen.
Also der Kevin geht in die Position, warte, stopp, er merkt dann irgendeinen Punkt, oh, hier komme ich nicht weiter. Einmal tief einatmen, durch die Nase in den Bauch, oh, oh, folge meiner Stimme, okay? Öffnen. Einmal tief durch die Nase einatmen, durch Mund und Nase ausatmen, das Schulterblatt dem Boden etwas näher bringen. Okay, wieder schließen. Jemand gesehen dort, was es ein bisschen unterschiedlich war? Öffnen wieder. Irgendwann kommt so ein Stopp. Einatmen, ausatmen. Okay? Zusätzliche Mobilisation durch Anleitung, Positionierung, unterstützt mit der Atmung. Ja? Auch hier wieder, machen wir kurz die andere Seite. Was jetzt passieren kann, wir machen Mobilisierungsübungen für die Brustwirbelsäule in Drehung und Streckung. Und ich kenne mich jetzt mit der Übung aus, wie ich sie anleiten muss. Ich habe aber keine Ahnung von Muskeltests oder Beweglichkeitstests. Aber ich kann jetzt vielleicht sehen, dass der Kevin in der Lage ist, auf der einen Seite sein Schulterblatt dem Boden etwas näher zu bringen, jetzt auf der anderen Seite. Was bedeutet das jetzt für mich? Meine Übung war gleichzeitig ein Screen und ich habe auch Asymmetrien in meinem Athleten entdeckt. Das heißt, ohne dass ich ein Testing machen musste, einfach nur durch die Übung, die ich durchgeführt habe, bekommt einmal der Athlet für sich selber das Gefühl, oh, rechts und links ist irgendwie anders. Es wäre doch schön, wenn das leicht beweglich ist. Und wir haben jetzt auch die Chance zu sagen, gut, bis das jetzt nicht symmetrisch ist, möchte ich, dass du dreimal diesen Trainingssatz auf der eingeschränkten Seite machst und vielleicht nur zweimal auf der nicht eingeschränkten Seite. 3:1, 2:1, wie auch immer. Der einfachste Setup ist immer, fang mit der eingeschränkten Seite an und höre mit der eingeschränkten Seite auf. Dann haben wir automatisch 2:1. Macht das Sinn? Ja? Ganz einfach. Steht dann auch in seinem Plan. Und dann heißt es Brustwirbelsäulenmobilisation rechts, links, rechts. Okay. So, jetzt kommt so ein bisschen, ich glaube, der wichtigste Teil, was wir installiert haben und wo auch die Torhüter dann am meisten von profitiert haben. Sitzende Position, Blick nach da. Hände sind hinter dir aufgestellt. Was halt schön wäre für einen Menschen, ist, wenn der Kevin in der Lage wäre, aufgerichtet zu sitzen, ohne dass er die Hände aufstellen muss. Auf geht's. Aufgerichtet sitzen, ohne dass du die Hände benutzen musst. Ja? Okay, aufgerichtet sitzen würde jetzt halt bedeuten, dass ich hier hinten einen Stab hinstellen kann, sodass sein Hinterkopf, seine Brustwirbelsäule und unten, das ist jetzt, da muss ich schon ganz weit vorne hier suchen, dass sein Kreuzbein, also die Mitte seines Beckens, dass die in einer Linie stehen. Das heißt, irgendwie so in diesem System ist das nicht so richtig möglich. Ja? Wir können jetzt einen Test machen und können gucken, was hilft ihm dabei, dass er das kann. Setz dich hier mal auf den Kasten. Okay, kann er es jetzt? Ist er jetzt hier aufgerichtet und die stehen in einer Linie? Also ich kann auch so ein... Das ist unser Zepter der Stabilität. Ja? Groß aufgerichtet. Ja? Hier oben in dem Bereich, da müssen wir auch nochmal drüber reden, aber nicht heute, weil wir haben gesagt, heute kümmern wir uns um das Becken und LWS und was da unten losgeht. Ja, das heißt, irgendwas an dieser Beugung der Hüfte hindert diesen Torhüter daran, oben aufgerichtet zu bleiben. Was ist das Problem, wenn wir oben nicht aufgerichtet bleiben können als Torhüter? Wenn wir nicht aufgerichtet sind, sind wir klein. Das bedeutet, wir haben auch weniger Fläche, um das Tor abzudecken. Macht Sinn? Okay. Sitzende Position. Hände darfst du benutzen. Wir wollen jetzt diese Hüften mit Knien gebeugt in der Rotation mobilisieren. Das heißt, Knie zum Boden bringen. Abstand ist Knie, Ferse. Das gleiche auf der anderen Seite. Dreimal pro Seite. Hier ist der Auftrag, möglichst groß aufgerichtet zu bleiben. Und die andere Seite. Einfach nur ganz kurz reingehen und wieder auf die andere Seite. Okay, was ich dem Athleten jetzt erstmal gebe, ist das Gefühl für diese Position. Das heißt, oben, so gut er kann, groß und aufgerichtet zu sein. Muss ich mir jetzt Sorgen machen, dass da irgendwas kaputt geht, weil er keine perfekte Haltung hat? Bitte? Okay, ja, das ist seine Position. Und was ist auch nicht gegeben? Genau, keine externe Last, die von oben auf ihn drauf arbeitet. Also würde ich ihn in der Position Kniebeugen machen lassen wollen? Nein, natürlich nicht. Aber ich versuche ihn in einer möglichst aufgerichteten Position im Oberkörper zu arbeiten. Jetzt der nächste Schritt mit dem aktiven Becken.
Genau das gleiche ohne die Hände, dreimal pro Seite. Okay, wir bleiben groß aufgerichtet. Wieder den Abstand so suchen, dass das Knie zur Ferse kommt. Groß aufgerichtet bleiben. Ja, jetzt müssen wir aktiv das Becken im Raum positionieren können und uns auf den Sitzbeinen bewegen können, um dabei die Hüfte beweglicher zu machen. Nächster Schritt, rotiere rüber auf diese Seite, gleiche Position. Okay, jetzt wollen wir den Oberkörper noch ein bisschen mitdrehen, das heißt, du versuchst so weit wie möglich rumzudrehen und die Hände abzustellen. Okay, die Hand hier hin. Das Schöne ist, der Kevin hat es noch nie mit mir gemacht, das sieht man jetzt gerade, aber wir kriegen es auf jeden Fall in der kurzen Zeit hin, dass er von mir weiß, was ich möchte. Das gleiche auf der anderen Seite. Okay. So weit wie möglich rumdrehen. Okay. Ziel ist es, Schulter parallel zum Oberschenkel zu bringen. Andere Seite. Wieder zurück. Nee. Okay, wieder hinsetzen. Gut. Knie zur Ferse führen. Und jetzt in die Halbknieposition nach oben kommen. Ja, so. Ja, genau. Und groß werden. Ohne Hände. Nee. Let's go. Dreh auf die andere Seite, versuch's da. Pass auf. Andere Seite? Let's go. Also, dein Körper hat eine Aufgabe, die muss er lösen und versucht jetzt damit klarzukommen. Das ist okay, was wir hier machen, ist Training. Andere Seite, let's go. Ist halt gemein, dass du... Oh, here we go. Okay, andere Seite. Okay, gut. Jetzt wirklich so groß wie möglich werden. Wir machen weiter. So groß wie möglich. Groß, 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 groß. Okay, Gesäß zum Boden. Andere Seite. Okay, jetzt müssen wir noch ein bisschen an Qualität arbeiten, weil, oben bleiben. Let's go. Okay, an Qualität arbeiten bedeutet jetzt, dass wir diese Position exzentrisch kontrollieren können. Was ich möchte ist, dass wir das Gesäß so langsam wie möglich zum Boden bringen. So langsam, nicht plumpsen, ja. Nicht, okay, andere Seite. Here we go. Füße bleiben da, okay. Und Gesäß zum Boden. Und andere Seite. Ja. Er hat jetzt irgendwie eine Lösung gefunden, setzt ein bisschen mehr Schwung ein, um in die Position zu kommen. Und jetzt geht es irgendwann darum, auch um Qualität. Und sowas soll irgendwann schön aussehen. Ja. Nicht so ruppig abgehackt, sondern dass wir wirklich einen guten Flow in die Bewegung reinbekommen. Und das ist auch die Verbesserung. Und das fördert sowohl Hüftmobilität als auch Stabilität. Die Kontrolle des Beckens über dem Oberschenkel und die Kontrolle des Oberschenkels im Becken. Wir gehen jetzt in die halbkniende Position. Wir wissen noch jetzt, wie wir da hinkommen. Auf geht's. Jetzt machen wir es nochmal schön. Noch einmal sitzen. Ja, das ist alles Training. So. Na, okay. Nochmal andere Seite. Okay, stopp. Let's go. Ja, so wie wir uns Langhanteltraining verdienen, jawohl, okay, müssen wir uns auch diese Position verdienen. Jetzt dreh dich einmal um, dass du zum Publikum arbeitest. Okay, perfekte halbkniende Position bedeutet, der Fuß ist hier vorne, Knie über Knöchel, Becken über dem Knie. Das heißt, es ist jetzt auch die Aufgabe, dass der Athlet sich selber kontrollieren kann in den Positionen, erkennt seine Landmarks, wo muss mein Körper hin, vielleicht kann man mit einem Spiegel arbeiten und wir brauchen einen schönen Flow, dass da ein schönes Konzert gespielt wird, ja, alle Instrumente seines Körpers spielen gleichzeitig oder setzen zum richtigen Zeitpunkt ein und nicht, wir versuchen einfach irgendwie dahin zu kommen. Und jetzt können wir aus der Position eine
So, ich habe es mal als vier Richtungen Hüftbeweglichkeit bezeichnet. Das heißt, hinten kommt der Druck in den Boden, Gesäß kommt auf Spannung, hier vorne leichte Mobilisation und dann Reach nach oben raus. Ja, damit kriegen wir jetzt eine Verlängerung gerade der vorderen Linie und öffnen da vorne ein bisschen die Hüfte. Wieder lösen, noch einmal. Okay, wieder nach unten. Das gleiche machen wir jetzt über die Seite. Bedeutet, nee, die Hand kommt nach oben. Der Reach nach unten zum Boden. Nach unten zum Boden. Und mit der Hand willst du mir hier ein High Five geben. Nee, zur Seite. So. Jawohl. Ja, jetzt öffnen wir die Seite. Wieder zurück. Und noch einmal. Das heißt, jetzt wieder die gleiche Richtung, die gleiche Richtung, die gleiche Richtung. Jetzt verändern wir den Abstand. Ich stehe immer noch da drüben. Gib mir ein High Five. Okay. Jetzt verändern wir den Abstand von dort oben hier entlang runter nach dort unten. Und bringen einfach mehr Länge in das System. Das, was wir vorher gemacht haben, war das Festhalten der Zwille und jetzt bringen wir mehr Länge in die Zwille. Ja. Die andere Richtung ist, oder die dritte Richtung ist jetzt, dass wir zu der Seite rotieren. Also Rotation dahin. Mit den Fingern versuchst du da den Beamer zu erreichen und hier ganz lang werden. Auch wieder Position kontrollieren, das Knie bewegt sich keinen Millimeter. Hier bleiben wir groß aufgerichtet, in die Mitte rotieren. Die Hand kommt nach oben und jetzt rotierst du hier. Bitte dort das Rack berühren mit der Hand. Drehen, 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 drehen. Versuch das Rack zu berühren. Okay. So, und jetzt ist dann die spannende Aufgabe. Wieder Entspannung. Jetzt haben wir unsere vier Richtungen-Mobilisationen gemacht, gerade im Hüftbereich, die Brustwirbelsäule mit dazugenommen, brauchten die Hüfte, die Beckenkontrolle dazwischen. Jetzt findest du bitte wieder deine sitzende Position. Okay, Kevin. Aus der sitzenden Position bitte in die halbkniende Position. Das, was wir vorhin gemacht haben. Knie zur Ferse. Groß werden. Halbkniend. Okay, und jetzt kontrolliert zurück. Oh, genau auf dem gleichen Weg, wie wir es eben gemacht haben. Noch einmal. Drehen. Einsetzen. Okay. Jetzt ist die Aufgabe, dass er in der Lage ist, den Fuß vom Boden zu heben. Den Fuß vom Boden zu heben. Okay. Jetzt muss er hier auf der Seite die Position kontrollieren. Also er muss jetzt in der Lage sein, hier sein Becken über den Oberschenkel zu bewegen. Okay, und jetzt das Knie zu dem Fuß zu bringen. Auf geht's, hier in meine Hand rein. Hier in meine Hand rein und das Knie zu dem Fuß. Drück mit deinem Gesäß meine Hand weg. Und jetzt bring das Knie hier zum Fuß. Wie ist das Aufwärmprogramm eigentlich so gerade vom Intensitätsgefühl? Ja, von der Intensität her geht's eigentlich. Von der Intensität geht's her, du schwitzt. Okay, auf geht's. Wir brauchen jetzt das Knie an dem Fuß. Bedeutet, dass du es schaffst, aus der Position, warte, ich zeig's dir einmal, aus der Position, da reinzukommen. Ja? Okay, und das brauchen wir jetzt ohne Zusatzlasten, nur mit seinem Körper und der Schwerkraft, dass er die Position kontrollieren kann und es schafft, sein Becken über den Oberschenkel zu bewegen, um dann einen schönen Flow zu entwickeln. Und dann haben wir so einen Mobility Flow. Vorher Gewebehygiene, Mobility Flow. Okay. Crawling seitlich. Ja, so eine seitliche Krabbelaufgabe. In die andere Richtung. Ja, hier geht es jetzt um Kontrolle dieser Position. Hier können wir auch noch ein bisschen mehr Länge vertragen. Eine gute Position. Okay. Dann Earthdown-Position. Hände kreuzen, Füße öffnen. Zu mir. Hände kreuzen, Füße öffnen zu mir. Seitlicher Earthdown Crawl. Ah, here we go. Okay. Earthdown Position und zu mir. Okay. Noch einmal, zwei Stück. Und in die andere Richtung. Okay, was wir hier jetzt auch wieder sehen,
Schulterstabilisation, hat Daniel auch schon drüber gesprochen, Rumpfkontrolle, gute Positionen und wir haben auch immer die Überkreuzmuster zur Stabilisation. Und hier kommen wir jetzt so in den Bereich halbkniend Push und halbkniend Pull. Das ist so unsere torwartspezifische Bewegungshygiene. Bedeutet, wir sind in der halbkniend Position. Wir wollen immer groß aufgerichtet bleiben. Ja? Und aus der Position bringen wir jetzt hier in die geöffnete Position Druck, Knie ranführen, nachdrehen. Öffnen, groß aufgerichtet bleiben, Knie ranführen und drehen. Öffnen, Knie ran und drehen. Wir wollen immer perfekte Position haben. Okay? Nur das Knie bringen und der Fuß bleibt. Okay? Okay. In die andere Richtung. Vorne öffnen. Noch weit, also den Fuß rausstellen. Jetzt, Fuß bleibt und du bringst das Knie rüber. Der Fuß bleibt aber. Okay, und jetzt wieder perfekte Position. Jetzt brauchen wir gute Qualität. Große Position, hier fehlt uns ein bisschen die Hüftinnenrotation auf der Seite. Und Fuß ranbringen und wieder öffnen. Ja, und jetzt geht es einfach nur darum, Größe aufrecht zu erhalten, dass er nicht klein wird, dass er unten stabilisiert und die Beweglichkeit des Beckens funktionell integriert. Das gleiche geht jetzt auch mit Push. Das bedeutet, die perfekte halbkniende Position. Ich möchte jetzt, dass du das Knie so weit wie möglich wegbringst von dem Fuß. Nee? Noch einmal gucken. Stell dir vor, hier ist eine Linie, das Knie bleibt auf dieser Linie und der Abstand von dem Knie zu dem Fuß soll größer werden. Größer. Okay, stell dir wirklich vor, hier ist eine Linie und der Abstand zu der Linie von dem Knie darf nicht größer werden. Na, jetzt ist der Abstand größer geworden. Okay, ransetzen. Nee. Den Fuß ransetzen. Und nächster Rep. Okay. Jetzt kann man auch wieder beobachten, was macht der Athlet. Wir machen das nochmal in die andere Seite, in die andere Richtung. Ne, bleib ruhig so, wie du warst. Rechter Fuß kommt nach vorne. Brauchen hier wieder die Knielinie. Perfekte halbkniende Position. Fuß nach vorne. Okay. Diese Körperposition, ja, das, was er hier halten muss, sollte sich zu keinem Zeitpunkt verändern. Das zeigt uns, ob er das System hier oben kontrollieren kann, während er hier unten sich seitlich rüberdrückt. Fuß ransetzen, nächster Rep. Okay. Zum Abschluss, was hat das mit Torwartsein zu tun? Warum ist das sehr spezifisch? Ja, Backside Push. Was brauche ich, um vom einen Pfosten zum anderen Pfosten rüberzukommen? Aber prinzipiell ist sowas für Spieler auch nicht schlecht. Sollten ja auch stabil in der Luft sein. Ja, klar. Kann man auch mit normalen Eishockeyspielern machen. Also nicht mit diesen verrückten Torhütern. Okay, Fragen noch von eurer Seite dazu? Ja, ein und aus. Halt der Ei ausladen. In bestimmter Position ein, in bestimmter Position aus. Das ist für mich in der liegenden Position auch besser gehabt. An, so wie wir es heute hier benutzen, in die Mobilisation ausatmen. Ja, ausatmen, Entspannung, das heißt in die Bewegung, Mobilisation, ausatmen. Ja. Und was auch immer ein Zeichen von authentischer Stabilisation ist, dass man in der größten Range of Motion, also der größten Auslenkung der Position, auch eine gute kontrollierte Bauchatmung durchführen kann, ohne dass sich an der Position was verändert. Ich muss in jeder Position, in der ich mich befinde, in der Lage sein, atmen zu können. Warum? Weil ohne Atmen sterben wir.